Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex stellt 20 Kriterien für die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts zur Verfügung. 4 strategische Kriterien fragen danach, welche Geschäftsprozesse wesentlich für Nachhaltigkeit sind, welche konkreten Nachhaltigkeitsziele verfolgt werden und welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Wertschöpfung im Unternehmen haben. 6 Kriterien gehen auf klassische Fragen des Prozessmanagements ein, wie die Offenlegung der Verantwortung für Nachhaltigkeit im Unternehmen, bis hin zur Frage, wie Innovationen die Nachhaltigkeit verbessern. 3 Kriterien befassen sich mit Ressourcenverbrauch, Ressourceneffizienz und damit, welche Treibhausgase das Unternehmen verursacht und welche Reduktionsziele beabsichtigt sind. Bei den 7 sozialen Kriterien geht es um vielschichtige Fragen, angefangen von Arbeitnehmerrechten über Chancengleichheit bis hin zur Offenlegung lobbyistischer Aktivitäten und wie das Unternehmen Gesetzesverstöße verhindert, aufdeckt und sanktioniert. Caritas und Diakonie haben einen branchenspezifischen Leitfaden für die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex DNK entwickelt. Er erleichtert die Umsetzung für Unternehmen der freien Wohlfahrtspflege. Der Leitfaden bietet konkrete Orientierung und Hinweise auf wesentliche Themen oder Beispiele für die einzelnen DNK-Kriterien. Entwickelt wurde der Leitfaden von PraktikerInnen aus Caritas und Diakonie. Sie haben den DNK in die branchenspezifische Sprache übersetzt und verraten Tipps und Tricks, die dabei helfen, vorhandene Ressourcen in der Organisation für eine DNK-Erklärung zu nutzen. Der Leitfaden verlinkt zu konkreten Arbeitshilfen und Best-Practice-Beispielen. Der politische Rahmen sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Zu den Zielen, die soziale Aspekte ansprechen, trägt die freie Wohlfahrt durch ihre soziale Arbeit viel bei. Bei den ökologischen Zielen, besonders beim Klimaschutz, gibt es Nachholbedarf. Die Sozialbranche bietet mit ihrer beträchtlichen Anzahl von Gebäuden, in denen soziale Arbeit stattfindet, enorme Klimaschutzpotenziale. Für die Unternehmen eine große Verantwortung und Herausforderung.